Ist der Umgangston der Schüler an unseren Schulen rauer geworden? Diese Frage drängt sich angesichts der Tatsache auf, dass sich in Wiener Neustadt innerhalb von 2 Wochen 2 15-jährige Schüler vor Gericht verantworten müssen. Sie sollen Mitschüler erpresst, beraubt oder in Hütten eingesperrt haben. Wie unsere Recherche ergeben hat, handelt es sich um Ausnahmefälle. Jedoch nimmt die Gewalt über soziale Netzwerke zu. In den Schulen setzt man daher auf Prävention. Die 2 15-Jährigen, die die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeklagt hat, haben ihre Mitschüler mit Messern bedroht, erpresst und ausgeraubt. Einer der beiden ist bereits zu 2 Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden. Der andere steht am Donnerstag vor Gericht. Wir sehen uns heute in der neuen Mittelschule in Viehofen, einem Stadtteil von St. Pölten, um. 207 Kinder und Jugendliche werden hier unterrichtet. Körperverletzungen, Überfälle oder Erpressungen sind kein Thema. Immer mehr zum Problem wird allerdings die Gewalt in digitalen Medien. Es werden zum Beispiel oft in diversen sozialen Medien, ob das jetzt Facebook, Twitter oder WhatsApp ist, von den Schülern Dinge gepostet, die entweder nicht stimmen oder eben nicht für die Allgemeinheit oder eine Gruppe gedacht sind. Und dann kommen natürlich die Schüler schon zu mir und sagen, ja, das und das ist passiert. Dieses Problem trifft laut Lehrergewerkschaft alle Schulen gleichermaßen. Konkrete Zahlen gibt es nicht, weil immer mehr Kinder und Jugendliche ein Handy mit Internetzugang haben, nehmen laut Fachstelle für Gewaltprävention die Fälle von Cybermobbing aber zu, also dass Mitschüler per Handy belästigt oder beschimpft werden. Die Gewalt selbst entsteht meist übrigens außerhalb der Schule, also im Freundeskreis oder im Elternhaus. Wir sind auch darauf angewiesen, dass wir mit den Eltern guten Kontakt halten. Das wird auch durchgeführt und wir sind natürlich auch auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Das heißt also, wenn wir allein in der Schule, wir können nichts bewegen. Wir brauchen die Eltern. Nur gemeinsam Eltern, Schüler, Lehrer können wir etwas erreichen. Um aktuelle Probleme gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern zu besprechen, gibt es einmal pro Woche eine sogenannte soziale Lernstunde. Es macht sich sehr gut bezahlt, vor allem in den ersten Klassen, die aus verschiedensten Volksschulen zusammengestoppelt werden. Da lernen sich die Schüler kennen, da wissen sie, von wo sie kommen, wie sie sich verhalten sollen in der Schule und worauf wir vor allem in der Schule Wert legen. In Viehofen müssen alle Schüler ihre Handys während des Unterrichts ausschalten. In 3 Klassen läuft außerdem ein Versuch, bei dem auf freiwilliger Basis alle Telefone in der Früh abgesammelt und erst am Ende des Schultages wieder zurückgegeben werden. Cybermobbing ist also durchaus ein Bereich, der immer mehr zum Problem wird. Die Fälle, dass Mitschüler geschlagen, erpresst oder in Hütten eingesperrt werden, sind aber die Ausnahme. Bei mir im Studio begrüße ich nun Peter Reiter vom Landeskriminalamt Niederösterreich. Herr Reiter, danke fürs Kommen. Sie besuchen Schulen und bieten Präventionsprogramme an. Wie genau kann man sich diese Arbeit in den Klassen vorstellen? Es ist so, dass in der Regel die Schule an die Polizei herantritt und um so ein Projekt ersucht. Wir haben Gewaltpräventionsprojekte, ein allgemeines Gewaltpräventionsprojekt und eines speziell aufgebaut auf neue Medien, also Internet und Handy. Und die Projekte sind aufgebaut in 4 Videoclips, 4 Filmen, die abgespielt werden und dann mit den Schülerinnen und Schülern aufgearbeitet werden und besprochen werden. Welche Rückmeldungen bekommen Sie da von den Schülerinnen und Schülern? Es ist doch sehr oft, dass den Schülerinnen und Schülern nicht bewusst ist, dass sie insbesondere bei Cybermobbing Handlungen setzen, die auch nach dem Strafgesetz strafbar sind. Und insbesondere das 14. Lebensjahr, die Strafmündigkeit ist da ein großes Thema. Es gibt auch noch eine andere Stufe des Cybermobbings, das sogenannte Sexting. Dabei geht es um das Verschicken von Nacktfotos oder Videos via Smartphone. Silvia Nockler hat sich für uns die Gefahren von Sexting angesehen. Ein Foto ist schnell gemacht und noch schneller ist es über WhatsApp verschickt, auf Facebook geteilt oder auf Instagram gepostet. Laut einer Studie der Plattform Safer Internet kennt die Hälfte aller Jugendlichen jemanden, der schon einmal Nacktaufnahmen von sich verschickt hat. Wenn die Liebe groß ist, will man dem Schatzi was zeigen und man bedenkt nicht, dass das übers Internet geht und alles, was übers Internet läuft, ist öffentlich. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit zu kontrollieren, was mit den Fotos passiert. Auch wer seine Urlaubsfotos scheinbar nur an die Familie schickt oder für Freunde postet, stellt diese quasi für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Es sind oft auch nur Urlaubsfotos von Burschen in der Badehose am Strand. Es gibt in England Untersuchungen, innerhalb von 2 bis 3 Wochen landen solche Fotos in ganz bestimmten Foren, wo sich dann Pädophile und so weiter einfach an diesen Fotos sozusagen erfreuen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber die sind in diesen Netzwerken unterwegs.
Die Server der Betreiberfirmen von Facebook, WhatsApp und Co. sind im Ausland. Weder juristisch noch technisch hat man also die Möglichkeit, die Inhalte aus den Tiefen des Internets je wieder zu löschen.